Ismail, Trainer, kannst du uns bitte bezüglich Kader auf den neuesten Stand bringen, beziehungsweise wie gilt es, dieses Spiel morgen anzugehen? Okay, yeah, no problem. So we would like to welcome now the head coach, Valerian Ismail, and the player, the defender, Christian Ramsebner, here with us on stage. And the first question to the coach, how do you want to approach this match tomorrow? Natürlich eine komische Vorbereitung für das Spiel. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass alles auch ein Thema ist in der Mannschaft und bei uns, weil das ist das Spiel des Jahrhunderts für uns und wir dürfen nicht mit unseren Familie, Kinder das Spiel auch schauen. Deswegen haben wir auch mit der Mannschaft kurz darüber geredet, aber unser Fokus ist trotzdem gerichtet auf das Spiel, weil das Positive ist, das Spiel stattfindet und für uns ist das, was das Entscheidende ist. Es wird eine neue Erfahrung für mich, für die Mannschaft, in so ein Spiel reinzugehen. Aber der Fokus bleibt auf der Gegner, auf unser Prinzip, vielleicht noch mehr als sonst, dass wir in die innere Motivation suchen müssen. Was der Kader-Update angeht, ich glaube, das ist bekannt jetzt, wir haben zwei schwere Verletzungen in kurzer Zeit gehabt und Thomas Goginger wird dafür sicherlich ausfallen. Positive Nachrichten, dass Usain Balic steht wieder zur Verfügung, sodass wir trotzdem eine schlagfertige Mannschaft morgen auf die Beine bringen werden. Okay, so as you can imagine, it's a strange preparation. I don't have to say a lot about this, but we discussed this topic within the team, of course. And it's the match of the century that we will have to play tomorrow. But without our family, without our friends, which is a pity. But we completely focus on the match tomorrow. The positive thing is that the match takes place, and it's a new experience for all of us, for me and for the team. But as I said before, we will focus on our opponent. We focus completely on our opponent and are highly motivated to approach this match tomorrow well. And in terms of the team, there are two heavy injuries that we suffered. Goinger for sure won't play. He suffered a heavy injury at the weekend. But the good thing is that Balic is back. Ja, die nächste Frage geht an dich, Ramsi. Was habt ihr euch konkret als Mannschaft für dieses Spiel gegen Manchester United vorgenommen? Mit welchem Gefühl geht ihr da rein? Ja, es ist natürlich für uns alle ein absolutes Highlight. Ne? Wir haben morgen eine Riesenaufgabe vor der Brust. Manchester United, einer der weltgrößten Vereine. Natürlich sind wir krasse Außenseiter morgen, aber die Vorfreude innerhalb der Mannschaft ist riesengroß auf das Spiel und wir werden versuchen, unsere Prinzipien, unser Spiel auf den Platz zu bringen und können morgen sehen, wie das gegen die absolute Weltspitze funktioniert. Okay, so the question was, with which feeling do you enter the match tomorrow? How are your feelings in terms of the match tomorrow? The answer to this was, well, it's a real highlight for us. It's a great challenge that we have to face to play against one of the world's biggest teams, football teams. And we are clearly the underdog. We know this, but we are looking very much forward to the match tomorrow. And we'll give our best and play our best game, show our game, impose our game tomorrow. And then we'll see how it goes tomorrow. Danke, damit zu euren sportlichen Fragen. Wer möchte beginnen? Your questions now, please. Günther Mayrhofer. Trainer, wie bereitet man eine Mannschaft auf so eine Ausgangsposition vor, ohne Zuschauer? Geht das überhaupt? Ja, natürlich geht das. Ich glaube, dass du trotzdem das Spiel spielst und der Fokus auf der Gegner ist. Das ist, es ist klar. Indem wir das offen gesprochen haben. Dass wir nicht darüber reden. Wir müssen darüber reden, zu erklären, was passiert morgen. Da du spielst ohne Zuschauer, dieses Gefühl zu bekommen. Also eigentlich wie dem Abschlusstraining, der gleiche stattfindet. Aber dann ist es einfach den Fokus auf uns und schauen, was wir umsetzen wollen. Und natürlich auf der Gegner, dass wir viele Situationen in Griffe bekommen.
Okay, so how do you prepare a team for such a match like tomorrow? The answer to this was, well, you can prepare a team for such a match, of course. We will play the game and we will focus on the opponent that we have to face. We talked about it within the team. That's also necessary, I think, that you have to discuss it, that you have to prepare your lads to see what happens in a match like that, playing behind closed doors. And it's like the final training that you do before a big match where you don't have any spectators and fans. And the focus is on us, on our team, on our game that we want to present. And we know what we want to do tomorrow. And we will try to manage and control our opponent. Gibt's weitere Fragen zum Sportlichen? Herbert Pumann, erste Reihe. Alain, du hast ja selbst als Aktiver mal auf der Insel gespielt. Gab es da auch Begegnungen mit ManU bereits? Und zweite Frage, ManU hat ja jetzt zweimal in dieser Saison das Derby gewonnen gegen die Citizens. Wie stark schätzt du sie ein? Wo sind die Stärken? Ja, habe ich einmal gegen Manchester United, meine Zeit in Crystal Palace. Das war ein Spiel, die wir damals verloren hatten. Die zweite Frage ist eine Weltmannschaft. Also das ist einfach eine Mannschaft, die eine Kader in der Breite hat. 3-4 Mann auf jede Position. Und die sind komplett einfach. Das ist von Schnelligkeit, von Physik, von Technik. Das ist das allerhöchste Niveau. Und es geht darum, es gibt ein paar Situationen, die noch dazukommen. Vielleicht der Gegner zu unterschätzen, vielleicht auch ohne Zuschauer zu spielen, dass die vielleicht uns noch nicht ganz kennen. Also es gibt schon einen Aspekt, wo wir beeinflussen wollen. Aber wichtig ist, dass wir einfach unsere Prinzipien auf den Platz bringen. Das ist, was wir wollen, wie der LASK gespielt hat bis jetzt, wie Europa uns kennengelernt hat. Und das ist unser Ziel. Deswegen, auch wenn das Manchester United unser Gegner ist, der Fokus geht ganz klar auf uns. Das war immer unsere Marschroute und es bleibt unsere Marschroute, auch wenn es ein anderer Gegner, der da ist. Aber das hat uns stark gemacht. Und deswegen werden wir mit unserer gleichen Einstellung in dieses Spiel reingehen. Okay, so you played in your professional career as a football player, played in England. Have you played against Manchester, or did you play against Manchester United as well? This is the first question. And the second question was about, ManU won twice the derby against Manchester City. What are the strengths of Manchester United? The answer to the first question, yes, back then with Crystal Palace, we faced Manchester United. We lost that match. That's the only time that I played against Manchester United. And to the second question. Well, they are a great team. They have on every position, they have 2, 3, 4 players of the same quality. They are fast, they are technically very strong, physically very strong. And but maybe, which could be to our advantage, is that they underestimate us, that they underestimate the situation, not playing in front of the fans, and they don't know us as a team. This could have an effect, a positive effect on us. But what we want to do is impose our game, as LASK has done in all their matches, especially also in the European competition. That's our objective. And although we are facing ManU tomorrow, our focus is on our team, on our game. And this is what made us so strong in this season. In 5 Minuten beginnt das Abschlusstraining. Wir kommen daher zur allerletzten Frage. Mario Hochgerner, bitte. Frage an den Trainer. Man konnte zuletzt lesen, hier bin ich, Frage an den Trainer. Man konnte zuletzt lesen, der LASK hatte mit Damir Kanadi Kontakt, weil der im Jänner bei Manchester United hospitieren war. Haben Sie persönlich mit ihm gesprochen, beziehungsweise wer hat mit ihm gesprochen und konnte er Ihnen was über Manchester sagen, was Sie vorher noch nicht wussten? Nein. Kein Kontakt? Warum sollte ich Kontakt haben, wenn ich alle Informationen, die ich benötige, über unsere Chef-Scout, die wir haben? Also ich habe alles, was ich brauche, um alle Informationen zu bekommen. Ich glaube, die Frage wäre umgekehrt zu stellen. Alles klar, dann werde ich es nachher noch fragen. Wie bitte? Dann werde ich nachher Manchester United noch fragen. Genau, so rum ist richtig. Okay, the question to the coach was that, it was written somewhere that, the LASK built up a contact with Kanadi, who did a trainee at Manchester United. Did you get in contact with him to get any information of the team of Manchester United? The answer to this, no, I didn't talk to him. I don't know why this would be necessary. I receive all my information via our chief scouts, and I have all the information that I need.
Damit ist die heutige Pressekonferenz beendet. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you very much. Okay, final question. Okay. Question for the coach. What are his memories of playing against Manchester United in that game? What was the score? And did he come up against Solskjaer? Because that was around. Sorry? Did he come up against the Manchester United manager Solskjaer in that game? Mm-hmm. And what are his memories of playing Manchester United? Mm-hmm. Also die Erinnerungen, die Sie haben, das Spiel gegen Manchester United und ob Sie auch damals gegen Solskjaer gespielt haben, war der bei Manchester United? Na, war Beckham hat gespielt, Paul Scholes im Mittelfeld, aber er war nicht dabei. Was war das Resultat? I can't remember. 3-0 for Manchester United. Okay. Good. Yeah, the answer was that Beckham Scholes was there, but he can't remember if Solskjaer was there as well. He can't remember. And they lost the match 3-0, 4-0, what was it? 3-0. At home, zu Hause war das, gell? Selhurst Park. Uh-huh. Wimbledon. Cheers, you're welcome. Danke. Okay, thank you very much then. Danke.